Klinzern ist aber vor dem Spiel Karl Daxbacher, dessen Handschlagqualität bestätigt wurde. Alle Gerüchte, er gehe zur Austria, wurden durch die Constantini-Verpflichtung vom Tisch gewischt. Helmut Kraft muss sich dagegen mit einer anderen Thematik herumschlagen. Denn der Trainer des Tabellenletzten muss auf Kapitän Matthias Hattenberg aufgrund einer Gelbsperre verzichten. Gleich drei Veränderungen in ihrer Elf sehen die LASK-Fans nach der 0:4-Pleite in Salzburg. Ganzterer ersetzt nach seiner Gelbsperre Visio, Mijatovic bekam gegenüber Aci den Vorzug und Hotta agiert anstelle des gesperrten Jürgen Panis im defensiven Mittelfeld neben Wendel. Der LASK beginnt gleich druckvoll und Wendel ist es auch, der nach 4 Minuten gleich einmal den ersten Warnschuss in Richtung Tiroler Tor abgibt. Vastic bleibt mit seinem Freistoß hängen, Wendel aus der Drehung ans Außennetz. Über Kampf ins Spiel zu finden, das ist die Devise der Gäste, die nach einer guten Phase in der Meisterschaft eigentlich wieder viel an Selbstvertrauen eingebüßt haben. Der LASK bringt den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone. Kolosek, viel zu kompliziert, und der Gegenstoß des LASK. Vastic spielt Mijatovic frei. Dieser schaut auf, um zu sehen, was sein Kapitän macht. Und was macht er? Der macht das Tor. 1:0 für den LASK nach einer Viertelstunde. Ein wunderschön vorgetragener Konter vor eigenem Publikum. Zuerst Kolosek, der die große Chance vertändelt. Und dann der schnelle Gegenstoß über Vastic. Der Kapitän bekommt den Ball zurück und schließt diesen Konter mit seinem 10. Saisontor ab. Bemerkenswert, es ist bereits sein 21. Torerfolg im 40. Duell mit den Tirolern. Das Wort Lieblingsgegner ist da wohl angebracht. Mit dem 1:0 ist für Helmut Kraft aber natürlich genau das eingetreten, was er mit seiner Elf verhindern wollte, nämlich auswärts einem frühen Rückstand nachlaufen zu müssen. Dann dieser Fehler von Wolfgang Klapf. Eine ähnliche Aktion ließ am Sonntag in Salzburg ein Elferfoul von Schaflin erfolgen. Dieses Mal merzt er seinen Fehler mit seinem Foul an Lindström selbst aus und er ist gar nicht unglücklich darüber, dass er hier nur gelb sieht. Freistoß für Wacker Innsbruck. Kolosek mit seinem starken Linken und der Ball ist im Netz. 1:1, wunderschön über die Mauer ins rechte Eck gezirkelt. Keine Chance für Schafliner. Und er ist damit der erste Torhüter, der seit 9. Mai 2007 wieder von Kolosek bezwungen wird. Kein Wunder, dass die Freude beim 31-jährigen Tschechen wahrlich aus ihm herausbricht. Und plötzlich agiert das Tabellenschlusslicht wieder mit breiter Brust. Nach diesem kurzen, abgeprallten Ball probiert Schrott, aber mit etwas zu viel Rückenlage. Schafliner dann mit einem weiten Abschlag. Zweikampf hier, Vastic fällt zu Boden, aber Schiedsrichter Grobelnik fällt nicht auf den Kapitän hinein. Er zeigt dem Kapitän der Linzer gelb für eine Schwalbe. Viel Gesprächsstoff für die beiden dann zu Pausenbeginn. Beide Teams kommen danach unverändert aus den Kabinen zurück, wobei sich die Linzer offenbar einiges vornehmen. Klein über rechts, hat jede Menge Platz, wird nicht attackiert, Maßflanke auf den Kopf von Mijatovic, doch der Kroate setzt den Ball leicht bedrängt über die Latte. Und nun scheinen die Schwarz-Weißen aus Linz wieder zu wissen, wo der Vorwärtsgang zu finden ist. Die Tiroler vergessen völlig auf das attackierende Mittelfeld und diesen Platz nützt die Heimelf vorwiegend über rechts. Ganstera, auch er hat viel Platz, kann unbedrängt flanken und Vastic steht plötzlich alleine vor Pavlovic, 2:1. Keine Chance für den Torhüter der Tiroler. So alleine darf man den Kapitän der Oberösterreicher natürlich aus Sicht der Innsbruck-Abwehr nicht lassen. Ganstera kommt unbedrängt zur Flanke und Vastic mit dem Innenschenkel, zweites Tor in diesem Spiel, 2:1 somit nach 58 Spielminuten. Und nun hat der Tabellendritte das Heft ganz klar in der Hand. Otter, er ist etwas überrascht, dass er keinen Gegenspieler bekommt. Vastic dagegen schon, trotzdem bringt er den Ball zu Saurer. Der 22-Jährige setzt sich gegen Mim durch, zieht ab und trifft zum 3:1. Pavlovic steht auf dem falschen Fuß und dieser Treffer fällt nur 58 Sekunden nach dem 2:1. Zuerst Vastic mit dem Pass, Saurer setzt sich gegen Mim durch und zieht ab.
Ein klassischer Doppelschlag bringt den Oberösterreichern also eine 2-Tore-Führung. Fünftes Saisontor für den Bogenschützen, wie Christoph Saurer sich offenbar selbst sieht. Die Vorentscheidung scheint in diesem Spiel zugunsten der Oberösterreicher gefallen. Grund genug für die Tiroler nun natürlich alles auf eine Karte zu setzen. Kolosek. Doch Czaflina kann den Anschlusstreffer gerade noch verhindern. 66 Minuten sind da gespielt. Und jetzt haben die Linzer natürlich allen Platz der Welt, um zu kontern. Hotter. Mijatovic. Wieder zurück zu Hotter. Flanke, Florian Klein. Doch er verzieht. Die große Chance des 21 Teamspielers zum 4:1. Nur eine Minute später wieder Wacker Innsbruck. Auch die Tiroler finden viel Platz vor ihren Angriffen. Orosz, schon was für eine Chance. Aus 5 Metern bringt er hier das Kunststück zustande, den Ball noch über die Latte zu heben. Der Lask lässt sich aber in dieser Phase weiterhin in den eigenen Strafraum zurückdrängen. Hölzl mit dem Pass in den Rücken der Abwehr. Und dieses Mal macht es Orosz besser. Der Anschlusstreffer zum 2:3 für die Tiroler durch den 10. Saisontreffer des Ungarn. Hölzl mit dem klugen Pass zurück und Orosz schießt unbedrängt ein. Und nun wird das Schneetreiben im Linzer Stadion immer dichter und das Tabellenschlusslicht immer stärker. Der eingewechselte Visio verliert den Ball an den ebenfalls eingewechselten Samwald. Dollinger, Czaflina kann gerade noch parieren, Orosz. Die Linzer bringen den Ball nicht wirklich aus der Gefahrenzone. Und erst nach dieser Aktion kann Czaflina den Ball unter Kontrolle bringen. Doch das ändert nichts daran, dass nur mehr eine Mannschaft spielt und das ist Innsbruck. Der Lask mit einer Abwehrschlacht. Die Innsbrucker versuchen alles. Der Ball kommt zu Orosz. Und er verzieht. 89 Minuten sind da gespielt. Und nun bettelt der Lask wahrlich um den Ausgleich in dieser Schlussphase. 93. Minute, noch einmal Freistoß für Wacker Innsbruck. Und nun geht auch Torhüter Pavlovic mit nach vorne. Kolosek. Und Michael Madl und der Ball ist im Tor. 3:3 in der 93. Spielminute. Was für eine moralische Glanzleistung der Gäste. Madl gleicht in diesem verrückten Bundesligaspiel mit seinem 2. Saisontor tatsächlich noch aus. Ein völlig verdienter Punktegewinn für die Gäste, die gesamt gesehen sogar das etwas bessere Team in diesem Spiel waren und sich diesen Punkt vor allem aufgrund der tapferen Spielweise in der Schlussphase redlich verdient haben. Der LASK und Wacker Innsbruck trennen sich von 9000 Zuschauern in einem sehenswerten Bundesligaspiel mit 3:3.